Hallo zusammen. Heute wollen wir uns um das Thema Subsurface Mining kümmern. Wir beziehen uns auf die Ausrüstung und die Schiffe aus dem ersten Teil dieser Reihe und nehmen minimale Änderungen an dem Bild vor. Also seht euch bitte zuerst dieses Video an. Los geht's! Den Laser-Mining-Bild halten wir erst einmal so fest. Wir benötigen aber zum Subsurface, also Untergrundminern, noch einen Impulswellenanalysator in den Werkzeugsteckplätzen, außerdem zweimal die Untergrundverdrängungsraketen in den Waffenaufhängungen des Schiffes. Achtet bitte darauf, diese Dinger haben Munition, also an der Stelle besser die höchste Klasse mit der meisten Munition mitnehmen. Nichts nervt mehr, als wenn einem unterwegs die Bohrköpfe ausgehen. Wir machen den Frachtraum wieder voll mit Drohnen und uns selbst auf den Weg. Sinnvoll ist es vielleicht, die Laser-Mining-Sachen alle mitzunehmen. Falls das Subsurface-Mining nicht so erfolgreich ist, können wir immer noch auf Laser-Mining umstellen. Unterwegs stellen wir kurz sicher, dass unsere Feuergruppen richtig eingestellt sind. Wir benötigen eine Gruppe, in der auf einer Taste eine der Untergrundverdrängungsraketen ist und auch alle Sammeldrohnensteuerungen. Auf der anderen Feuertaste die Erdsucher. Und leider hier dann eine zweite Gruppe mit dem Impulswellenanalysator. Den brauchen wir griffbereit. Tipp, das reicht. Keine zweite Gruppe für den zweiten Werfer anlegen. Schneller ist, wenn wir hier einfach nur zwei Gruppen zum Wechseln haben. Ist der Werfer für die Verdrängungsraketen leer, ändern wir in der Feuergruppe einfach auf den zweiten Werfer. Los geht's in den Ring. Genau wie beim Lasermining lassen wir uns beim Hereindroppen erstmal von den Piraten scannen, damit die abhauen. Danach schießen wir nicht mehr einfach einen Erdsucher auf jeden Felsen ab. Wir schalten den Impulswellenanalysator ein und halten die entsprechende Feuertaste permanent gedrückt. Ihr seht die Felsen nun wellenförmig aufleuchten. Schön ist es, wenn bei diesem Vorgang dann welche in Gelb aufleuchten. Die sind unsere Ziele. Wir fliegen dorthin und aktivieren eine Erdsucherdrohne. Während die fliegt, können wir schon mal in die Kontakte schauen. Denn wenn der Erdsucher ein unterirdisches Depot findet, und darum geht's uns ja heute, dann erscheint dies bei den Kontakten. Wie hier, ein unterirdisches Depot mit Tieftemperaturdiamanten. Schön. Das erfassen wir direkt als Ziel. Dann wechseln wir auf die Feuergruppe mit den Sammeldrohnen und den Verdrängungsraketen und fliegen zum Depot. Wenn sich der Felsen dreht, dann passen wir an der Stelle Richtung und Geschwindigkeit an die Rotation an. Dazu verwenden wir den Schub nach oben, unten und zu den Seiten. Gut wäre sofort darauf zu achten, dass die Drehrichtung des Asteroiden, wenn möglich, nach oben ist von unserer Perspektive aus. Denn die Mining-Fragmente werden aus dem Depot herausgeschleudert und sie müssen möglichst unterhalb unseres Schiffes sein, damit der Job der Sammeldrohnen etwas leichter ist. Nun feuern wir eine Verdrängungsrakete ab und lassen die Taste nicht los. Zeitgleich werden die Sammeldrohnen gestartet. Und stopp! An der Stelle halten wir das Video einmal komplett an. Wir interessieren uns für die Ansicht unten links. Das ist unser Bohrkopf auf seiner Reise durch das Gestein. Oben sehen wir die Dichte des Gesteins. Je höher dieser Wert ist, desto langsamer bewegen wir uns auf der Grafik nach rechts. Das ist wichtig. Denn unten wird die Qualität angezeigt. Lassen wir die Taste los, detoniert der Sprengkopf sofort. Machen wir das im gelben Bereich, passiert gar nichts. Mission fehlgeschlagen. Wir wollen die Taste loslassen, wenn die Rakete, also dieser weiße Strich, exakt im blauen Qualitätsbereich liegt. Denn dann spuckt die unterirdische Ablagerung uns Minenfragmente entgegen, die unsere Drohnen aufsammeln werden. Je größer der blaue Bereich am Stück, desto einfacher ist es, ihn zu treffen. Desto weniger Fragmente gibt es aber. Die kleinen blauen Linien, die nur einen Kasten breit sind,
geben am meisten Fragmente ab. Mindestens 2 sollten wir nehmen. Ab 3 oder 4 Kästchen breit bringt es eigentlich schon zu wenig. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich, die Geschwindigkeit ändert sich permanent anhand der Dichte des Gesteins. Zeitgleich rotiert der Asteroid. Wir müssen also darauf achten, nirgendwo gegenzustoßen und das Depot immer vor uns zu behalten. Das ist nicht alles. Verpassen wir zu viele blaue Bereiche und kommen mit dem weißen Strich am Ende dieser Grafik an, also ganz rechts, dann detoniert die Rakete und bringt uns wieder nichts. Achtet auch zwischen Radar in der Mitte und der Grafik ganz links, über die wir sprechen, auf das Hologramm des Untergrunddepots. Denn da steht die Intaktheit in Prozent. Jede Detonation beschädigt das Depot und kommt dieser Wert bei 0 an, ist das ganze Depot unbrauchbar und weg. Abgeerntet oder nicht, wir müssen dann ein neues suchen gehen. Diese Art von Mining bringt schnell viele Fragmente. Die einzelnen Fragmente haben eine deutlich höhere Dichte als beim Lasermining. Was bedeutet, wenn wir beim Lasermining 10 Fragmente einsammeln müssen, um einen Diamanten herzustellen, dann schafft unsere Raffinerie das hier schon aus 1,2 oder 2 Fragmenten. Der Ertrag ist also deutlich höher. Wir suchen aber auch länger nach geeigneten Asteroiden mit Untergrunddepots. Und diese Methode ist am Anfang vielleicht etwas schwieriger, als einfach mit einem Laser auf den Felsen zu schießen. Man steigt aber auch hier mit etwas Übung durch und kann viel Geld machen. Dies ist Subsurface, also Untergrundmining. Wenn ihr hierzu noch Fragen habt, kommt gerne auf unseren Discord oder schreibt uns in die Kommentare. Im nächsten Video sprengen wir die blöden Felsen einfach komplett auseinander und bedienen uns an dem, was übrig bleibt. Im Deep Core Mining. Wir sind da draußen. Seid ihr es auch? Euer Science Keeper.